Campag. Campag T80. Die habe ich ja immer noch. Aber bei der Campag T80 gibt es ja das Problem, dass die so mittleren Bildausschnitt extrem gut ausleuchtet, so rund wie ein Spot und drumherum ist alles dunkel. Der Miguelito hatte da mal die Idee, sich mit einem Hersteller von Diffuserfolien zu unterhalten, ob es möglich ist, Infrarot-LEDs zu streuen, indem man so eine Diffuserfolie aufklebt. Der Hersteller hat gesagt, wissen wir nicht genau, ob das funktioniert, probier's mal, kleb mal so ein Ding darauf. Und das hat der Miguelito gemacht und es hat ein bisschen funktioniert. Und das Gleiche habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe nämlich den gleichen Hersteller kontaktiert und mir auch so eine Folie zuschicken lassen und habe die hier raufgeklebt. Jetzt habe ich die aber außen aufgeklebt. Dieses komische Gitter hier, das ist bei der T80 immer mit bei, das habe ich einfach abgeknipst, rausgenommen, Folie raufgeklebt und das Gitter wieder aufgeklebt. Die Kamera bereite ich jetzt vor, hänge die hier auf und dann gucken wir mal, was die hier so Schönes aufnimmt und vor allen Dingen, wie sich jetzt die Beleuchtung verhält. Kommen natürlich die Media Range rein, sind ziemlich gute Batterien. Viel Glück. Ich habe von dieser Kamera an dieser Stelle hier leider keine Vergleichsaufnahme, aber ich habe von der Campag T80 an anderen Stellen viele Vergleichsaufnahmen und dann kann ich ja mal einen Unterschied einblenden, wie die sich jetzt das verhält mit der Spotbeleuchtung. Es handelt sich hierbei tatsächlich um die gleiche Kamera. Es ist wirklich nur die Folie, die ich aufgeklebt habe, die diesen Unterschied macht. Ihr seht selber, mit Folie ist das Bild im Allgemeinen besser ausgeleuchtet. Es handelt sich natürlich um eine ältere Kamera. Daher ist die Aufnahmequalität nicht ganz so gut, aber die Kamera ist nicht unbedingt schlecht. Sie ist immer noch brauchbar und einzig und allein mit dem Aufkleben einer solchen Folie kann man dann diese Spotbeleuchtung tatsächlich entgegenwirken. Es sieht besser aus. Der Miguelito hatte die Folie innen aufgeklebt. Ich war der Meinung, dass ein kleines bisschen mehr Abstand von den LEDs eine bessere Streuung bewirkt, auch wenn es nur ein Millimeter ist. Deswegen hatte ich die Folie außen aufgeklebt. Diese Kamera bleibt jetzt hier hängen. Ich beobachte hier nämlich eine Fuchsfamilie und also die Kamera beobachtet eine Fuchsfamilie und wenn ihr davon noch mehr wenn ihr davon noch mehr Aufnahmen sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Der ist kostenlos. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Ciao, euer Vari.